Sie sind noch immer das Hauptproblem. Alte Dieselautos, die vor allem in den Städten für eine hohe Schadstoffbelastung sorgen. 2016 wurden in Hameln, Hannover, Hildesheim, Oldenburg und Osnabrück die Grenzwerte für Stickstoffdioxid erneut überschritten. In Braunschweig und Göttingen konnten sie auf den zulässigen Grenzwert gesenkt werden. Insgesamt hat sich die Lage in Niedersachsen zwar leicht verbessert, damit sich aber wirklich was tut, stellt der Umweltminister weitere Forderungen. Und hier liegt der Ball beim Bund. Der muss endlich handeln, muss endlich Rechtsgrundlagen schaffen, damit die Kommunen auch entsprechende Maßnahmen veranlassen können. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Bei Feinstaub und Ozon haben wir Entlastung, stehen wir besser da als noch vor einigen Jahren. Aber auch hier kann man noch nicht vollständig Entwarnung geben. Die WHO-Grenzwerte sind hier noch strenger als die europäischen. Und da ist noch ordentlich Luft nach oben. Um die Luftverschmutzung zu verringern, will Niedersachsen schon bald einen mehrjährigen Modellversuch starten. Das Ziel? Tempo 30 auf innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen. Wo genau, steht aber noch nicht fest.